Hallo, hallo, hallo. Puh, ich hab's geschafft. Von 4 Uhr morgens bis 4 Uhr Nachmittag arbeiten. Mann, sind das tolle Arbeitszeiten, oder nicht? Wollt ihr die auch haben? Ja, heute ein etwas nerviger, stressiger Tag, sage ich mal. Und deswegen nehme ich jetzt erst auf. Es tut mir leid, das Video. Das heißt, das Video kommt erst so gegen 7, nicht 7 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr wird es wohl erst online sein. So um den Dreh. Vielleicht auch schon eher, ihr werdet es dann sehen, aber es tut mir leid, wirklich, ich habe es nicht eher geschafft, denn ich musste leider so verflucht nochmal lange arbeiten. So, wir sind hier auf Server 23 und ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, über das ich sprechen möchte, und das nennt sich, jetzt würde jeder Let's Player, jeder YouTube-Mensch sagen, dieses Thema darfst du niemals ansprechen. Das ist das Schlimmste, was du je machen kannst. Ich werde es trotzdem machen. Und zwar nennt sich das Thema Hater bzw. Leute, die einfach so dumme Kommentare schreiben. Und wirklich, Leute, seitdem ich das eine Video rausgebracht habe, wo ich wirklich einige Dinge gesagt habe, die hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, ist das ein wirklich unfassbar, was unter meinen Videos abgeht. Allein die Daumen runter und die Kommentare. Ich habe nichts gegen Hater. Ihr könnt ruhig so viel rumhaten, wie ihr wollt. Ihr könnt mir so viele Daumen runter geben, wie ihr wollt. Das ist mir alles egal. Aber bitte hört auf, die normalen User zu beleidigen, beziehungsweise alle, die sich einen Hate-Kommentar durchlesen, diesen einfach nicht beantworten, einfach ignorieren. Denn wenn ihr quasi einen Hate-Kommentar beantwortet, dann begebt euch quasi auf die gleiche Ebene, auf das gleiche Niveau wie so ein Hater. Und das ist ziemlich blöd. Also ich mache jeden Tag meine Videos. Ich opfere meine Freizeit dafür, bekomme genau nichts für diese Videos. Ich mache die nur für euch, für nichts anderes. Und dann lese ich so welche Kommentare zur Zeit unter jedem Video. Allein das erste Let's Play von Seven Core, Part 1, das Together. Kein einziger Kommentar über dieses Video. Kein einziger Kommentar über das Video. Nur Geflame oder untereinander Geflame. Nichts anderes. Und da stelle ich mich die Frage, warum mache ich überhaupt diese Videos? Das ist eine Frage, die ich mich die ganze Zeit stelle. Warum mache ich die? Also, eigentlich mache ich sie, weil sie mir Spaß machen. Aber zurzeit sieht es so aus, dass es mir so langsam keinen Spaß mehr macht, weil ich bin einfach einer, der wirklich alle Kommentare liest, alle Kommentare auch, wo Fragen aufkommen, beantworte. Und ich lösche nicht mal die Hater-Kommentare raus. Ich lasse einfach alles normalerweise so stehen. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber das wäre natürlich wieder Arbeit, die einfach nur schwachsinnig ist. Weil dann in 5 Minuten später wieder der nächste Hater-Kommentar kommt. Und zurzeit sieht es so aus: mehr Daumen nach unten und mehr Hater-Kommentare wie positive Kommentare zurzeit unter meinen Videos. Seitdem ich dieses eine Video rausgebracht habe, sieht das so aus. Vielleicht wurden, wie gesagt, einige Dinge genannt, die hätte ich nicht sagen sollen. Soll ich mich dafür entschuldigen? Ich weiß es gerade nicht, weil es eigentlich nur meine eigene Meinung war. Wenn ihr es wollt, werde ich mich dafür entschuldigen. Aber bitte unterlasst es, untereinander in den Kommentaren zu flamen. Ihr könnt ruhig mich flamen, ihr könnt mich beleidigen, wie ihr wollt, aber bitte nicht untereinander. Das kotzt mich so dermaßen an. Das ist, ich weiß auch nicht mehr. Wir schauen mal in die Post, das werde ich mir nochmal alles hier anschauen. Ich habe ja überlegt, einen Tag zu machen, wo ich die Post dann durchgehe. Heute wird es nicht sein, denn heute, wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, mein Lustlevel zurzeit liegt auf null, einfach nur wegen der Arbeit, weil es kotzt mich einfach nur an zurzeit mit der Arbeit. Wenn man so lange arbeiten muss, das ist einfach nur nervig, und dann wegen so einer verfluchten, ich weiß nicht, ob gerade Polizisten zuschauen, aber es tut mir leid, was da schon wieder geliefert wurde. Es waren Polizisten im Spiel und da kann man nur den Kopf schütteln. Allein lässt er uns da eine Stunde warten. Ja, er sitzt in seinem komischen Wagen und trinkt erstmal einen Kaffee und lässt eine Stunde auf sich dort warten. Egal, ich sag da nichts mehr zu. Ist in Ordnung. Ist privat und gehört nicht in dieses Video rein. So, nochmal weiter zu den Hatern. Wie gesagt, untereinander flamen finde ich nicht ganz so gut. Und am besten ist, wenn ihr das unterlasst und lieber auf mich flamet, aber nicht untereinander. Das mag ich nicht so gerne. Wie gesagt, die einen Dinge nehme ich zurück. Wenn ich das soll, dann mache ich das. Einige schreiben ja, du musst unbedingt dich entschuldigen. Dann mache ich das. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein paar schlimme Wörter gesagt habe. Und ich hoffe, dass in der nächsten Zeit wieder einigermaßen sinnvolle Kommentare kommen
Und nicht ein Kommentar wie, du bist scheiße, du bist das größte Stück Kot auf der Straße, du isst gerne kleine Kinder, ich weiß nicht, was da für Beleidigungen kommen, aber das ist alles nicht so in Ordnung, was zur Zeit unter den Kommentaren abgeht. Und diese Daumen nach unten ist auch nicht normal. Wie gesagt, ich hoffe, das ändert sich wieder und ich hoffe, wir haben weiterhin Spaß daran, ich habe Spaß daran, Videos zu machen, weil wenn ich diese Kommentare lese, habe ich leider keinen Spaß daran und das merkt man auch definitiv bei den Let's Plays. Und wir wollen das Ganze ja hier positiv alles machen. Ich versuche mal diesen Kollegen jetzt hier. Oh, das war knapp. Schaffe ich den noch? Wie gesagt, ich habe Alu auch noch nicht viel gemacht. Denn gerade ist wieder da. Aber der ist drin. Wenn ich mal anfange. Ah, ist so knappe Dinge hier wieder. Verdammte Scheiße. 66. Oh, ich habe Scheiße gesagt. Tut mir leid. Ich durfte nicht sagen Scheiße. Was ist der für eine Stufe? Oh, der ist schon... Oh, der... Nee, der ist auf keinen Fall drin. Was ist das für einer? 68. Oh, ich werde mir vielleicht mal ein... Instab besorgen. Ich werde sie nicht weiter rumpilzen. Das wird erstmal nichts. Ich mache dann hier die Alu soweit weiter. Die Post, wie gesagt, werde ich an einem bestimmten Tag dann vorlesen. Zauberladen, Waffenladen bin ich gerade durchgegangen von Server 23. Schauen wir nochmal auf die Gilde. Dort sieht es so aus, dass wir zurzeit Lehrmeister auf 84%, 52% Gold, Schatz und 28% Festung. Scheinbar ist wieder jemand. Haben wir ausgebaut oder ist jemand geliefert? Ich weiß es gerade nicht. Wir sind Rang 15, das steigt auch soweit. Die Spendenbereitschaft steigt immer weiter. Vielen Dank dafür und auch an alle Leute, die aktiv da drin bleiben in der Gilde. Und wir werden versuchen natürlich hier, also Top 5, Top 10 ist so mein Ziel zurzeit mit der Gilde. Platz 1 können wir uns leider abschminken. Das ist nicht mehr drin, aber Platz 5, sage ich mal, Top 5. Hoffe ich mal, dass wir es noch schaffen. Und dann kann ich ja gleich wieder eine Gilde angreifen und ich hoffe mal, alle melden sich an. Und dann werden wir auf Server 23 Top 5 und vielleicht uns irgendwann in den nächsten Monaten auch auf Platz 1 arbeiten. Das weiß man ja nicht. Machen wir weiter mit Server 2 United Kingdom. Hier ist Quest zu Ende, hier ist der Krieger. Was ist mit Krieger? Schauen wir mal, er hat wieder 6200 Gold. Erstmal den Waffenladen und den Zauberladen abgucken. Und wie gesagt, den Tipp habe ich befolgt, habe ein bisschen Glück geskillt, bislang aber noch keinen weiteren Dungeon geschafft. Komm, wir blättern einmal. Einmal da dürfen wir blättern. Ich habe ja diesen Ding hier, das Ding, wie nennt man das hier? Schild, genau. 59, 51. 59, 51, 25, das ist sogar besser, das nehme ich. Und dafür bekomme ich hoffentlich eine neue, tolle Brust. Jo, mit 112 Stärke. Die ist ziemlich gut. Habe ich etwas wenig Rüstung, aber egal. Das gleicht sich hoffentlich wieder aus. Wie viel Rüstung habe ich zurzeit? Oh, das Sammelalbum hüpft auch auf 60%. Rüstung ist immer noch hier ziemlich hoch. Dann können wir die alte Brust wieder verkaufen. Das können wir machen. Was haben wir denn Tolles Neues noch bekommen hier? Nichts Interessantes. Nein, im Zauberladen gibt es leider keinen Trank. Schade. Stärke. 96 Stärke. Das lohnt sich. Und 100 Stärke hier, die Halskette. Und ein Glückstrank. Und ein Geschicktrank. Was ist das denn? Was habe ich für Tränke drin? Ich könnte mir den Geschicktrank auch noch holen. Denn... ich habe keinen dritten Trank drin. Klar. Den reinhauen. Dann nehmen wir den, haben wieder Tränke. Jetzt haben wir sogar drei Tränke aktiv. Ausdauer, Glück und Geschick. Post blinkt auch wieder, wie gesagt. Machen wir alles hier, werde ich dann bearbeiten. Und diese ganzen Anfragen von wegen euren Charakter bewerten, werde ich auch dann wahrscheinlich zusammen mit der Post abhaken. Und ich werde dort auch wieder einen extra Tag machen. Wir haben ja 7 Tage in der Woche, wo ich Shakes & Fidget aufnehme. Von daher sollte das eigentlich schon passen. Zum Beispiel hier, hallo, hallo. Welche Welt ich spiele, ich glaube, ich war die. Habe mich bei der letzten Welt angemeldet, bei Travian. Also bei der letzten Welt, auf jeden Fall. Haben wir einen Gildenkampf? Nein. Haben wir nicht. Wenn ihr am besten in die Gilde wollt, schreibt Gildenhilfe an. Wir brauchen zurzeit Pilze. Ich habe 50 gespendet, aber ich will ja 300 Adu weiterspielen. Egal, wir gehen auf den Dungeon. Ich könnte auch ein bisschen skillen. Egal, ich versuche den mal hier. Den habe ich ja beim anderen auch nicht geschafft. Oh, immer so knappe Tries. So knappe Tries. Und irgendwie will der auch nicht. Och komm schon, was soll das denn? Dann wie der wohl liegen, oder? Der will auch nicht liegen. Was habe ich denn zu wenig? Was fehlt mir? Der Damage.
Ist meine Waffel zu schlecht? Habe ich letztes Mal schon gesagt. 121, 90 Durchschnittsschaden. Blättern wir einmal. Oh, das hat zum Beispiel 135. Liegt es denn an meinem Equipment? Was habe ich denn hier falsch? Jetzt muss ich blättern, damit ich hier ja wohl noch hier was reißen kann oder was? Handschuhe zum Beispiel. Boah, 116 Stärke. Ein Pilz muss ich mir kaufen. Das ist ja ein episches Update. Jetzt sind bestimmt noch hier bessere bei. Nein. Geschickhelm. Stärke 108, 112 war natürlich besser meins. Ich will jetzt aber noch eine Waffe haben. Hier. Natürlich wieder eine Scheißwaffe. Also, das muss ich wirklich Pilz ausgeben, weil so langsam wird das peinlich, dass ich hier keinen Dungeon schaffe. 163. 118. Müssen wir nehmen. Nehmen wir auch. Egal, hat Ausdauer. Scheißegal. Ist besser. Sonst hier wieder was aufgetaucht? Nein. Versuchen wir jetzt nochmal einen Dungeon. Zum Beispiel diesen hier. Mit besserer Waffe. Liegt er immer noch nicht. Och Gott, komm. Wenigstens ein Dungeon jetzt. Das ist doch. Guck mal, die Werte 1107 Stärke. Ich habe wesentlich mehr. Ich habe alles mehr, oder? Ne, Ausdauer hat er ein bisschen mehr. Jetzt ist er down, jawohl. Endlich mal. Und den Rest werde ich noch verskillen, da wir eh nicht zurzeit. Wie heißt das? Linksbums hier, ne? Ausbauen können, weil wir ja keinen. Oh Gott, jetzt habe ich alles. Egal. Da wir eh nicht ausbauen können, weil wir zurzeit keine Pilze haben. Und ich eigentlich keine mehr in der nächsten Zeit spenden möchte, weil ich möchte eigentlich noch mein Gold behalten. Meine Pilze. Denn ich will ja die 300 Alu weiterspielen. Ich muss ja den ja wohl auch noch schaffen, oder? Der muss ja wohl jetzt auch noch drin sein. Der muss drin sein. Das kann es ja wohl nicht sein. Jawohl. Und. Da gibt es eine neue Waffe. Oh. Update. Jawohl. Habe ich mich beschwert, ich habe keine Waffe. Jetzt bekomme ich gleich eine Epic-Waffe. Vielleicht schaffen wir jetzt auch noch den hier. Den Schattenalligator. Ja. Ja, Schattenalligator. Nein, will nicht. Die Klapper-Kobra schaffen wir auch noch nicht. Und vielleicht das Höllenwesen noch ein Try machen. Und noch ein. Nein. Wird auch nichts. Dann werde ich hier auch soweit weiter meine Alu machen. Ist ja noch ein bisschen am Laufen. Machen weiter mit Server 22, wo ich meinen höchsten Charakter habe. Und zwar den Kundschafter. Hier Alu auch noch nicht viel gespielt. Deswegen denke ich mal, dass ich auch keinen Dungeon schaffen werde. Ich habe ja einfach mal kostenlosen Try, den werde ich mal versuchen. Gott, der two-hittet mich. Der hat viel mehr. Der hat 4600. Also da muss noch was kommen. Schauen wir mal in den Waffenladen. Was haben wir hier denn Tolles? Einen Int-Stab. Nicht Stab, sondern Bogen. Vielleicht lohnt sich ja sogar eine Int-Waffe gegen den Gegner, weil es ist ja ein Int-Gegner. Int. Ausdauertrank. Nehme ich dankend an. Dankeschön dafür. Muss ich nicht blättern? Nein, sonst ist nichts. Gilde ist mal wieder voll, wie immer. Die Gilde ist immer auf Server 22, ist immer voll. Da bin ich ja bei Pandora. Hier habe ich auch wieder ziemlich viel Post. Ich kann ja mal hier den Baby-Schilling noch einmal bewerten. Das ist der Baby-Schilling. Ist bei der Bluthöhle Stufe 83 und es sieht aus, als hätte er sehr viele Epics. Übrigens ist nächstes Wochenende das Epic-Event. Nicht zu vergessen. Und wir gucken mal. Die Brust ist, glaube ich, schon etwas älter. Kann das sein? Und bitte. Oh, Leute. Kein Glücks-Epic anziehen. Ob das ein Epic ist oder nicht, weg damit. Der Stab sieht noch gut aus. Aber die Brust sieht schon etwas älter aus. Vielleicht kann man da sogar was Besseres im Laden finden. Der Gürtel ist auch nicht mehr so top. Und der Kopf auch nicht. Also Brust, Kopf und Gürtel würde ich austauschen, wenn was Besseres im Laden auftaucht. Dankeschön, dass du meinen Kanal reingeschrieben hast. Ach ja, und noch Zuschauer-LP. Dankeschön. Skillung sieht gut aus. 600. Vielleicht ein. Ja, Glück ist auch gut geskillt. Also, ist gut geskillt auf jeden Fall. Ziemlich viel Glück. Ja, okay, du hast das Glücks-Epic hier. Aber vielleicht sogar noch ein Ticken mehr auf Int gehen. Aber es sieht soweit ziemlich gut aus. Du bist kein Pilzer. Deswegen wird es halt schwer, im Laden was Gutes zu finden. Ja, gut, man muss natürlich Glück haben. Int-Trank hast du drin. Ausdauertrank. Vielleicht noch einen dritten Trank, wenn einer da ist. Mal reinpfeifen. 48 Dungeon-Etagen. Sieht auch gut aus, oder? Für deinen Rang. 48 ist das in Ordnung. Der hat 55, okay, er ist natürlich Kundschafter, also da geht noch einiges bei dir und dann kannst du noch ganz viele Dungeons schaffen
und noch sehr hoch steigen. Also ein Charakter sieht ganz in Ordnung aus. Für einen Nicht-Pilzer sieht das alles schön aus. Sammelalbum auf 78,76% und du bist scheinbar kein Pilzer, weil du das 30% Mount hast. Das ist schon eine gute Leistung. Auf jeden Fall top. Der 90%, 90,35% und ist kein Pilzer. Ja, der hat auf jeden Fall alle 10 Minuten jemanden angegriffen. Respekt. Respekt, Respekt. Oder er hat sich Pilze gekauft nur für das Sammelalbum. 90% ist hart. Das ist hart. Aber Baby Schilling, das sieht alles sehr gut aus. Wie gesagt, die Robe, den Kopf und den Gürtel will ich als nächstes versuchen auszutauschen. Und dann vielleicht danach dann den Ring. Siehst du halt hier, dass die zum Beispiel hier auf jeden Fall wesentlich mehr haben. Und natürlich die Schuhe auf keinen Fall. Hol dir irgendwas mit in, das bist du auf jeden Fall besser mit dran, wie so Glücksdinger. Weil, also ich stehe nicht auf Glücksitem, die kannst du voll in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach. Sonst noch einen dritten Trank reinpfeifen und dann passt das Ganze. Wie gesagt, hier auch nur 62,5, also Ado habe ich noch und 10 Pilz zu trinken. Die Gilde blinkt mal wieder, ich klicke natürlich drauf, wie immer. Den Dungeon werde ich jetzt nicht schaffen, ich werde dann hier weiter questen, weiter meine Alu machen, weil das jetzt einfach nur jetzt verschenkte Pilze, weil ich den eh nicht schaffe in den nächsten Tagen. Da müssen wir noch ein paar Tage warten. Und zum Ende machen wir weiter mit Server 8 in Amerika, United States. Und hier bin ich auch gerade dabei. Ich wurde in eine Gilde eingeladen, die auch natürlich die Zuschauer heißt. Und wenn ihr eingeladen wollt, dann müsst ihr euch bei Darko67 melden. Ich habe davon wirklich... Also ich mache hier nichts gildenmäßig, ich schreibe vielleicht mal was rein oder so. Oder chatte mit euch, aber ihr müsst Darko anschreiben, wenn ihr etwas von ihm wollt. Also wenn ihr in die Gilde rein wollt, schreibt Darko an. Darko67 ist euer Ansprechpartner, wenn ihr in die Gilde möchtet. Und erwartet bitte nicht, dass es eine top ausgebaute Gilde wird. Ich spiele nur Just for Fun und meine 100 Alu, wo ich auch schon also noch 67 machen muss. Ihr könnt ja mal hier in den Waffenladen schauen. Ich habe ja jetzt einiges an Gold gespart. Was haben wir denn hier? Der Stab sieht gut aus. Ich habe immer noch kein Hütchen. Ich glaube, ich kaufe mir sogar den Stab. Oder ne, boah, das lohnt sich nicht. 11 Gold. Das Sammelalbum ist drin bei mir. Dann mache ich schnell Quests, Quests, Quests. Ich brauche Quests mit viel Gold, sehr viel Gold. 6 Gold annehmen. Oh, dauert 7 Minuten. Überspringe ich das? Und man sieht, ich habe 16 Pilze allein dadurch, dass ich immer dieses Sponsorzeug da mache hier. Und habe Pilzdealer kostenlos, gratis. Und jemand wollte wissen, wie das funktioniert. Man klickt einfach hier drauf. Da. Dann öffnet sich diese Seite hier. Ich hoffe, das seht ihr. Und dann klickt hier oben, das seht ihr gerade nicht. Da steht Video. Da klickt ihr auf Video und dann startet ein Video. Drückt einfach auf Start und wenn das Video durchgelaufen ist, kommt dort ein Button oder wenn das fertig ist, kommt ein Button, drückt drauf und dann ist euer Pilz dann quasi auf eurem Konto. Ich glaube, das könnt ihr alle 4 Stunden machen für 3 oder 4 Pilze. Und einer hat gefragt, wie man den Adblocker ausmacht. Also wenn ihr einen Adblocker drauf habt, dann wird der oben rechts bei euch bei eurem Browser angezeigt oder ihr geht oben rechts auf Optionen und dann auf Erweiterungen oder Add-ons und macht dort den Adblocker aus, weil ihr könnt quasi ja keine Werbung schauen. Werbung kann man nicht schauen mit dem Adblocker. Deswegen muss man den Adblocker ausmachen, damit man dieses Sponsorzeug hier machen kann, damit man quasi seine Pilze verdienen kann. Sonst geht das Ganze ja nicht. So 6 Minuten mache ich jetzt. Warte jetzt noch 6 Minuten, bis das fertig ist hier für die. Nein, das werde ich nicht machen. Ich werde dann das Sammelalbum kaufen und dann habe ich ein Sammelalbum, wo ich dann alle 10 Minuten jemanden angreifen werde. Und dann steige ich noch schneller. Also wie gesagt, wenn ihr in die Gilde wollt, schreibt den Darko67 an, der hat sich ja freiwillig gemeldet, um in die Gilde zu erstellen. Dann muss man damit auch klarkommen, wenn ihn alle anschreiben. Also, Darko, wenn das dir zu viel ist, dann sag mir einfach Bescheid. Dann ernenne ich irgendjemand anders, der das bestimmt gerne macht. Und die alle einlädt, die gerne in die Gilde möchten. Dann Dungeons. Schaffen wir Dungeons? Ich wollte ja die Quest kommen. Überspringe ich das jetzt oder nicht? Nein, ich mache es nicht, denn ich brauche die Pilze. Ich will die ganze Zeit draufflingen, aber naja. Am Ende sage ich noch, überlegt euch das, beziehungsweise was ich zum Anfang gesagt habe über die Hater. Ich hoffe, ihr schreibt eure Meinung darunter. Und an alle, die rumhaten, ich hoffe, ihr seht das ein, dass das keinen von uns irgendwie weiterhilft, wenn man solche Kommentare oder solche Daumen nach unten gibt. Das ist nicht ganz so toll und ich hoffe, wir kommen wieder auf einen grünen Zweig. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann vielleicht etwas ausführlicher und mit etwas mehr Begeisterung von mir. Und dann auch etwas früher. Bis morgen. Ciao, ciao.